Hallo, meine lieben Damen und Herren, ich wurde nominiert, heute das UDT zu roasten. Die erste Enttäuschung war der Kampf gegen El Cesar, hat man ja auch gesehen im Gesamtscore. Den kompletten Ausgang habe ich schon in der Preview vorhergesagt. Ich glaube, er wurde auch deshalb für die Season gar nicht angefragt. Und Enttäuschung Nummer 2, Ox. Ach, belassen wir es dabei. Diese Season wird in Liga 1 auch ohne Frequent-Slot Yo Gamer Yo gespielt. Fast schade, dass. Moment, warte. Ich soll es gar nicht roasten? Ich soll mich einfach nur vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zum ersten Spieltag der UDT Season 7 und heute geht's ran gegen Simtenson, Son, oder so. Und ja, ist tatsächlich auch mein erstes Wi-Fi-Battle in Gen 9. Also ich habe bisher noch gar nichts gemacht und ist jetzt auch zwischen Weihnachten und Sil beziehungsweise an Silvester heute, wo wir den Kampf austragen. Und war alles ein bisschen stressig mit Teambuilding, bin auch nicht so zufrieden mit meinem Team. Und ja, in seinem Team gibt es halt so ein paar Sachen, die mich stören. Also Amphira sieht sehr gefährlich aus. Gran Fogita ultra nervig. Rex Blizzard, ja, wenn man das schon mal sagen muss, dass Rex Blizzard ein Problem ist, aber Rex Blizzard ist tatsächlich ein Problem für mich. Gastrodon ist ultra nervig. Spensidias, wenn der das Klebenetz legt, ganz kritisch. Deswegen habe ich da extra Brutalanda mit dem Doppelflügel mitgenommen, damit wir das verhindern können. Als zweiten Lead hätte ich Knackerk, weil die Tarnsteine ultra gut gegen ihn aussehen. Ich glaube, er hat keinen einzigen Spinner oder Defogger, wenn ich das so richtig gesehen habe. Also, ich habe da jetzt keinen entdeckt. Deswegen Tarnsteine ultra gut gegen ihn. Er hat auch ein paar Schwächen. Also vor allem Amphira, Rex Blizzard, die ich halt beide sehe. Spensidia ist auch, aber ja, der wird eh im Lead dann, wenn dann kommen. Und ja, ich habe dabei ein Knackrack, ganz normal mit Expertengurt hier und Tarnsteine und drei Damage-Moves. Dann mein Brutalanda mit dem Stahlterra-Typen, dass er ein bisschen Drachentanz-Action machen soll. Scarfed Gardevoir. Dann habe ich noch mit einem Azumarill mit einem ganz interessanten Set hier mit einer Offensivweste und der Wegbereitung, den Wegbereiter. Und will da ein bisschen sein Gastrodon ausnutzen und vielleicht plus 2 Speed kommen und dann ein bisschen Druck machen damit. Dann habe ich noch mein Fiaro dabei als Defogger hier. Ohne den Flammenblitz tatsächlich, weil den brauche ich nicht unbedingt. Und dann habe ich noch einen Toxicroak mit Baton Pass Schwerttanz dabei, was ihn vielleicht überraschen kann, weil ich sehr viele Offensive habe. Und ja. Okay. Dann würde ich sagen, skippe ich gleich zum Kampf. Bis gleich. So, da haben wir den guten Simon gefunden. Oh Gott, ich muss jetzt hier noch Regeln festlegen. Normale Regeln. I guess. Ne, alle werden auf 50 gesetzt. Aha. Ah, doch. Ja, genau das hier. So. Dann. Mein Kampfteam ist natürlich dieses hier extra vorbereitet. Und dann bin ich auch bereit. Und mal sehen, was der Timer so macht und was er tatsächlich dabei hat. Also, ich glaube, er hat noch Eisenhals dabei. Könnte mir aber auch Sandfell vorstellen. Viscogon vielleicht. Epitaph glaube ich tatsächlich nicht. Aber werden wir sehen. Also, Scarfed Epitaph könnte vielleicht ein bisschen ätzend werden. Aber ansonsten kriege ich das eigentlich recht gut gehandelt, sagte er. So, was hat er dabei? Gran Fogita, Rex Blizzard, natürlich. Ja. Rex Blizzard, Gastrodon, Eisen, nee, Sandfell. Er hat tatsächlich Epitaph und Eisenhals dabei. Okay, was hat. Er hat Spensidias nicht dabei. Okay. Okay. Das heißt, dann möchte ich. Was macht er im Lead? Er könnte den Aurora-Schleier rausholen. Boah. Könnte den Aurora-Schleier rausholen. Das wäre natürlich nervig. Das wäre sehr nervig.
Ich glaube, ich leade tatsächlich mit Gardevoir. Ist das smart? Wenn er den Aurora-Schleier holen will, schon. Ansonsten nicht. Aber ich kann halt nicht mit Knackrack leaden, wenn er potenziell mit Drecksbläser leadet, weil der Eissplitter macht einfach zu viel Damage. Also das kann ich nicht riskieren. Ich hätte auch mit Brutalanda tatsächlich leaden können, direkt in die Terra gehen und einen Drachentanz rausholen. Aber ich komme an Gastrodon da noch nicht vorbei. Okay. Schade, Spinsida, das hätte ich gern ausgenutzt tatsächlich. Aber ja. Ist okay. Ist okay. So. Ja, Trainerkarte habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Gut, womit leadet er? Hammerjunge, okay. Gran Fogita. Dann wäre es tatsächlich Knackrack gewesen. Weil jetzt holt er die Tarnsteine raus. Gleichmut hat er, okay. Luftballon, interessant. Okay, dachte ich mir tatsächlich, dass er den eventuell mitbringt. Was wechsle ich in den rein? Ich habe eigentlich keinen Switch und ich muss hier in Fiaro gehen. Ich habe auch ein schönes Naming-Theme extra für ihn vorbereitet. Der ist jetzt halt nervig. Der ist super, super nervig. So, greift er an oder legt er die Tarnsteine? Ich glaube, es kommen die Tarnsteine. Es kommt der Riesenhammer direkt. Okay, wie viel macht er? Das ist aushaltbar. So, und wir gehen hier. Gehen wir auf die Kehrtwende. Was wird er reinholen? Ja, ich glaube, wir gehen auf die Kehrtwende, weil ich mit Gastrodon rechne an der Stelle. Schnecke kommt, ja, dachte ich mir. Sehr, sehr gut. Sah der schon immer so in Shiny aus? Okay, weird. Weird, weird, weird. So, die Schnecke. Gute Anlehnung an den. So, Moment. Jetzt muss ich überlegen. Kann ich hier schon Wegbereiter drücken? Eigentlich ja. Eigentlich kann ich Wegbereiter drücken. So, bei denen würde ich umholzen. Okay, er hat die Überreste. Das heißt, keine Offensivweste. So, ich drücke hier einfach mal den Wegbereiter. Und schau mal, was passiert. Ich schau mal, was passiert. Auf plus 1 sind wir natürlich noch nicht so schnell. So, Wegbereiter kommt. Er überlebt das, okay. Wir bekommen den Init-Boost. Und die Erdkräfte kommen. Wir haben eine Offensivweste. Das macht nichts. Das macht nichts. Er hat keinen Amphira dabei, sehe ich gerade. Stimmt, das ist ja ultra geil. Und ich kann hier easy nochmal für den Wegbereiter gehen. Ich kann hier nochmal für den Wegbereiter gehen. Oh, jetzt sieht Azumarill actually gefährlich aus. Jetzt sieht er actually gefährlich aus. So. Okay, er geht raus. Wer kommt rein? Okay, es kommt der rein. Wie viel machen wir dem? Ist die Frage. Dem machen wir halt nicht viel. So, wo habe ich es denn? Azumarill gegen den Rexblizzard. Wir haben Superpower. Wir können ihn killen tatsächlich. Wir können ihn killen. Ich gehe dafür. Weil ich glaube nicht, dass hier eine Pflanzenattacke kommt. Ich glaube nicht, dass hier eine Pflanzenattacke kommt. So. Kommt der Aurora-Schleier? Oder kommt einfach ein Blizzard? Was kommt von dir? Aber wenn ich den halt runtergeboxt bekomme, ist das ultra viel wert. Das ist richtig viel wert. Es wäre zwar gut gewesen, wenn die Tarnsteine draußen gelegen hätten für den. Nice, der ist down. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. So, wir sind jetzt natürlich minus 1 Attack, was ultra nervig ist. Aber der ist weg. Das ist so wichtig. Und die Schnecke ist auch fast weg. Also, holy, das sieht schon richtig, richtig gut aus gerade. Das sieht sehr, sehr gut aus. So. Gut. Was kommt jetzt, ist die Frage. Jetzt würde er halt Druck machen können. Epitaph buffen wäre jetzt super, super nervig. Also wenn er jetzt Protzer oder so hat.
Das wäre sehr, sehr nervig. Aber er überlegt sehr lange. Sandfell könnte natürlich kommen. Aber er weiß halt nicht, ob ich den Aquadurchstoß habe, der auf minus 1. Okay, Hammerjunge kommt einfach nur. Das nehme ich. Das nehme ich aber sowas von gerne. So, der hat halt den Luftballon immer noch, was nerviges. Den muss ich halt wegbekommen. Ich denke aber, ich gehe einfach wieder in Fiaro, weil ich Fiaro jetzt gar nicht mehr so sehr brauche. Ich brauche den hier gar nicht mehr so sehr. So. So. Was kommt? Kommt wieder. Okay, es kommt wieder einfach ein Riesenhammer. Ich gehe hier an der Stelle. Gehe ich für den Rückenwind? Brauche ich den Rückenwind? Ich brauche den Rückenwind eigentlich nicht, oder? Ich gehe für den Rückenwind. Weil ich jetzt nicht will, dass er hier in Epitaph auf die Kehrtwende geht. Das wäre nämlich super nervig. Deswegen hole ich hier einfach mal den Rückenwind raus und schaue, was passiert. Also was er macht. Gut, aber bisher sieht es eigentlich ganz in Ordnung aus. Die Schnecke ist fast weg. Und ja, okay, Wegbereiter bekomme ich jetzt halt mit der Zumarill nicht mehr raus. Was ein bisschen nervig ist. Außer ich bekomme das auf den Switch in die Schnecke. Ja. Mal schauen. Okay, er bleibt einfach drin. Er bleibt drin. Überleben wir das vielleicht noch? Eishammer kommt. Okay, er hat predicted. Den überleben wir. Okay, Initiative sinkt. Okay, ich gehe hier auf die Kehrtwende. Ich gehe hier auf die Kehrtwende. Die Frage ist halt, was schicke ich rein? Also ist halt alles mies, was ich da jetzt reinschicke, aber ich muss den Luftballon auf jeden Fall wegkriegen, weil der ist ein Problem. Der ist ein gewaltiges Problem. Okay, so. Damit ist der Luftballon schon mal weg. Wichtig. Und ich denke, ich gehe hier jetzt einfach in Azumarill rein, weil ich kann nichts anderes reinschicken. Ja, ich muss in Azumarill gehen. Ich muss hier leider in Azumarill gehen. Dampfwalze kommt. Okay. Er hat tatsächlich die Dampfwalze. Davor hatte ich Angst, dass er Dampfwalze im Set hat. So, hört auf zu schneien, ist egal. Ich gehe hier einfach. Wofür gehe ich? Boah, schwierig. Ich gehe mal für den Wegbereiter. Okay, ich bin schneller. Wie viel macht er mir? Wie viel macht er mir mit Riesenhammer? Okay, das überlebe ich noch. Dann hole ich noch einen Kraftkoloss raus. Azumarill wird hier untergehen, aber damit war zu rechnen. Damit war hier an der Stelle leider zu rechnen. Aber ich brauche einen Safe Switch gerade. Ich brauche halt gerade einen Safe Switch. So. Aber interessant, dass er langsamer ist. Ja, okay, er war minus 1. Ja, doch. Doch, macht schon Sinn. Okay, er bleibt drin einfach. Holen wir nochmal einen Kraftkoloss raus, was ganz guten Schaden macht, tatsächlich. Das macht ganz guten Schaden. Jetzt kommt der Eishammer. Das ist okay. Azumarill geht down. Angran So. Jetzt die Frage. Jetzt können wir halt Druck aufbauen. Rückenwind ist. Ach ja, ich hatte Rückenwind natürlich. Rückenwind ist weg. Ich könnte hier in Toxiquark gehen. Wäre das ein Move? Ich könnte einfach in Brutalanda gehen. An der Stelle. Und für Drachentanz. Er hat halt die Dampfwalze, was super, super nervig ist. Also wenn er jetzt für Dampfwalze geht, ist ein Problem. Na, jetzt für Dampfwalze geht es ein Problem. Er darf jetzt nicht für Dampfwalze gehen. Weil ich brauche den Init-Boost zwingend. Ich brauche den. So. Was macht er? Er geht raus. Okay. Er geht raus in die Schnecke. Oh, das ist sehr, sehr gut. Weil jetzt bekomme ich dann noch einen Moxie-Boost auf den.
Jetzt bekomme ich noch einen Moxie-Boost auf dem. So, jetzt sieht er natürlich, dass wir Stahl sind. Jetzt sieht er das. Alter, das Vibrieren von diesem Controller ist einfach krass. So, haben wir schon eine Axt im Kopf. Und jetzt können wir einfach die Drachenklaue drücken. Weil, warum nicht? Los. Ach, wenn jetzt mein Controller hier so ein bisschen Faxen macht, dass er halt eins zu weit hoch geht oder zu weit runter, dann ganz problematisch. So, damit ist Gastrodon down. Und wir bekommen den Hochmut-Boost. So, plus 1 Speed, plus 2 Attack. Bruter Lander, wie sieht's aus? Sandfell ist das Ding. Wenn der physisch defensiv ist, ist der problematisch. Ansonsten killen wir den halt einfach. Ich glaube, wenn jetzt nichts mehr in der Hinterhand hat, sollten wir gewonnen haben. Monke. Ja. Für den haben wir den Doppelflügel. Wir müssen treffen. Wir müssen treffen. Wir treffen. Sehr gut. Damit ist der down. So, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und wir bekommen noch einen Boost. Jetzt sind wir plus 3, also plus 3 und wenn er... Ja, also Sandwill wäre der einzige Scarfer, der schneller sein könnte. Und Eisenhals halt, ja okay. Aber Eisenhals killt uns, glaube ich, nicht. Nicht mal mit... Ich glaube, der lernt Feuersturm sogar. Also mit Flammenwurf sollte er uns nicht killen können. Wenn ich es richtig im Kopf habe. So... Gut, was ist der für eine Terra, ist die andere Frage. Aber ich muss für die Drachenattacke gehen. Selbst wenn der Terra Stahl ist, ich muss für die Drachenattacke gehen. Weil ich kann das Risiko nicht eingehen. Ja, er terrat, okay. Andere Frage ist, kann er uns killen? Kann er uns killen? So, er ist Stahl tatsächlich. Okay, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das heißt, jetzt hat er eine Chance, uns zu killen. Wahrscheinlich. Oh, wir killen ihn einfach fast. Okay, es war ein Crit. Es war ein Crit. Finster-Variant, das reicht niemals. Das reicht ja niemals. So, einfach weiter Drachenklaue. So, damit ist der weg. Das sieht nach einem schönen Brutalander-Sweep aus. Das sieht nach einem sehr, sehr schönen Brutalander-Sweep aus. Das gefällt mir doch. Schön, wie ich meine Drachen wieder glänzen lassen kann. Ach, das gefällt mir, der Simpsonson. Oh Mann, jetzt konnte ich ihm gar nicht alle Namen zeigen. Das ärgert mich ein bisschen. Aber vielleicht sieht das ja dann im aufgenommenen Kampf am ersten Spieltag. So, Hammerjunge kommt. So, jetzt nicht verklicken. Erdbeben. Und den wegmachen. So. Und dann hat er noch Sandfell. Und das droppt auch an dem Erdbeben. Scarf könnte sein, aber dann hätte er es anders gespielt, wenn er Scarf gewesen wäre. Puh. Erster Spieltag geschafft und zwar sehr, sehr gut. Müsste, glaube ich, 5-0 sein. Ich weiß gar nicht mehr, ob Fiaro überlebt hat oder ob der gestorben ist. Muss ich gleich nochmal schauen. So, Erdbeben. 5-0, ja. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöner Auftakt in die Season. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Also, vielen Dank an Simtenson. Diesmal auch richtig ausgesprochen. Also, zum Ende muss ich das nochmal sagen. Ich glaube, er konnte... ab diesem Moment nicht mehr viel gegen Brutalander halt machen, also er hätte es nicht anders spielen können. Das war leider im Teambuilding dann verloren und die Situation konnte ich halt recht gut nutzen, um meinen Brutalander safe reinzubekommen und den Boost zu holen. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, ich freue mich auf nächste Woche und vielen Dank fürs Einschalten. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.